Jo, meine Freunde, was geht? Hier ist mal wieder ein GTA SAMP Server am Start. Heute bei GTA City Real Life. Und ja, ich habe mir gedacht, lange kam kein GTA mehr und daher zocken wir einfach mal wieder eine Runde, bis GTA 5 online auf dem PC kommt. Ja, was natürlich ein paar Jahre dauern wird. So, wir sind wie gesagt auf dem Server GTA City Real Life und ich würde mal vorschlagen, als erstes machen wir uns einen Personalausweis, damit wir hier ein bisschen mehr klarkommen. Und dazu müssen wir zur Stadthalle gehen, weil wenn ich jetzt hier so zum Beispiel auf ein Fahrzeug gehe, dann steht da ganz klar: Nein, du benötigst zum Fahren dieses Fahrzeuges einen Führerschein. Ah gut, Führerschein ist ja was anderes. Aber ich will erstmal einen Personalausweis haben. Und da müssen wir zur Stadthalle. Und ich glaube, so viel ich noch in Erinnerung habe von früheren Sessions, war die Stadthalle ja da vorne. Und da gehen wir jetzt auch hin. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf ein GTA-Server-Projekt wieder. Und ja, es haben sich ja ein paar gewünscht, auf jeden Fall, dass ich endlich mal wieder GTA machen soll. Und schwupps, da ist er. Da ist er wieder am Start. Auch durch den Projektmangel zustande gekommen, endlich mal. Muss man ja sagen, ich hatte auch viel zu tun und daher konnte ich leider keine GTA-Server-Videos mehr machen. Aber jetzt sind wir wieder am Start bei GTA, ey. Lassen wir uns wieder den Gangster raushängen und nehmen den einen oder anderen. Motherfucker. Nee, okay. Dann zurückbleiben. Nicht, dass es hier wieder ausartet. Gut, wir haben 10.000 Dollar. Das ist immer ein schöner Startboni hier. Und den Personalausweis müssten wir ja theoretisch... Fuck, will er mich killen? Ah, nee. Müssen wir theoretisch da drin bekommen. Stadthalle. Wie halt ein Real-Life-Server ist, ne? Ja. Arbeitsamt. Ah, es ist ein Arbeitsamt. Das ist kein... Aber da kann man doch auch... Wartet mal. Da, Personalausweis. Jawohl. Ja, nochmal. Personalausweis. Okay. Hä? Wollt ihr mich verarschen gerade? Ah. Jetzt geht's. Mit Entleertaste ist das hier. Ich bin ja gewohnt mit Enter. Du hast einen Personalausweis ausgestellt bekommen. Nutze es. Das. Alles klaro. Personalitäten. Geschlecht männlich. Partner niemand. Level 1. Respekt 0 von 8. Payday in... 53 Minuten, Berufe, Fraktion, Rang 0, Nebenjob keine, Organisation keine, Bargeld, Konto. Also haben wir jetzt 20.000 oder wie? Müsste ja sein. Ich habe ja am Konto und auf Bargeld 10.000, ne? Festgeld 0, Zinssatz 3,5, nice. Morde gestorben, Verbrechen, Spielzeit, Knast, Wanted, Verwarnungen, Inventar, Skills. Hochseeschiffer, das ist mir neu. Das ist cool. Okay. Was machen wir als nächstes? Ich mache hier mal kurz Help. Ich will eigentlich noch, Messages, Paytime, GUI, Scheine. Aha. Ich möchte, geht es hier? Sag mal. Nee, das war falsch jetzt. Job. Organisation erstellen, Arbeitsamt, Müllmann könnten wir wieder machen, aber ich würde gerne den anderen, gibt es noch, wie hieß denn das, Kartoffelbauer, gibt's das hier? Nee, aber Müllmann könnten wir, ich will mal Müllmann an. Job Müllfahrer empfohlen, Voraussetzung Level 1, Jobinfo, halte zusammen mit einem Partner die Stadt sauber, jawohl. Um deinen Job zu beginnen, musst du zur Recycling Station, Fälle dazu GPS. GPS, Autohäuser. Wartet mal, sonstig, ich drücke immer das falsch, nee. Okay, nee, das war falsch. Zurück. Schulen. Fahrschule, ey. Fahrschule wurde auf der Map markiert. Du kannst den GPS mit GPS abschalten. Okay. Dann würde ich mal vorschlagen.
Das heißt, so als hätte es sich hingelegt. Da steht mir jemand ein Fahrrad. Geht es? Hallo? Hallo? Wie kann man... Was? Wie kann man denn hier fahren, sag mal? Leute, Ach so! Oh! Ach so! Es ist nicht... Geil! Danke. Okay. ja, es ist nicht unser Fahrrad und daher können wir das auch nicht benutzen, nicht Vollpfosten, war ja klar. So, die Fahrschule müsste dann sofort da vorne sein. Das ist ja praktisch nah hier, ne? Und ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin ein bisschen erkältet. Also tut mir leid, falls euch die Stimme gerade nervt, so mit der Nase, so... Weißt du? Aber kann ich gerade nichts machen. Also, hier wäre mal die Fahrschule. Ja, warte mal. Okay. Sie haben ihr Ziel erreicht. Oh ja. Oh, Fahrschule. Okay. Dann steig doch mal ein und lass uns die Spiele beginnen. Oder muss man da noch was drücken? Da müssen wir bestimmt noch was drücken. Fahrschein, okay. Fahrschein. Die Prüfung kostet dich 1500. Bitte steigen Sie ein Wagen und fahren Sie die Strecke. Was? Also bitte steigen Sie in ein, okay. Ach ja, Vorlesekünste. Okay, du kannst das Fahrzeug mit Slash Motor starten. Die Scheinwerfer können mit Schrägstrich Licht angeschaltet werden. Na gut, das machen wir jetzt mal. Motor. Du bestätigst die Zündung. Innerorts gilt eine Maximalgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer. Auf dem Server gilt die deutsche Straßenverkehrsordnung, bei einer roten Ampel nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchfahren und rechtzeitig bremsen zu können für den Verkehr mit Vorrang grün. Alles klaro, 80 Stundenkilometer innerorts werden wir uns ja wohl irgendwie merken können. Nicht, dass ich wieder bei der letzten Prüfung, wie bei Life of Term war das, glaub, zweimal die Prüfung versaue, weil ich zu schnell fahre. Das, ja, das war suboptimal damals. Aber hey, ich habe hier neue Erfahrungen gesammelt und daher kann ich auch dieses Fahrzeug hier super durch die Prüfung prügeln. Hoffentlich auch ohne Fehler. Aber wir sind hier bereits bei 70 Stundenkilometer. Das ist voll langsam. Wenn wir ein bisschen auf die Tube drücken hier. Komm. Uiuiui. Nicht überschreiten hier. Gut, da vorne geht's weiter. Ich will da immer Vollgas drücken, ne? Ich bin immer so einer, der gerne auf die Pedale drückt, aber hier muss man ja, also nicht nur hier, sondern überall, muss man ja darauf achten, dass man nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung zu doll überschreitet. Zu 2 bis 3 Stundenkilometer geht er noch, aber wenn man jetzt so 10 mehr auf dem Tacho hat, dann ist schon Polen offen, würde ich mal sagen. Und natürlich sollte man auch nicht links fahren. Oder warte mal, wir sind ja hier in Amerika. Ah ne, ist die deutsche Verkehrsordnung, daher. Oh, muss man hier ja rechts fahren. Ich dachte ja, wir sind ja hier in USA, da kann man ja links fahren. Oder war das überhaupt da? Das war, glaube ich, da, oder? Wo fährt man nochmal links? Wartet mal. War das England? Ich glaube, England, ne? Ich weiß es gerade nicht mehr. Es ist morgen früh übrigens. Da sind meine Hirnzellen noch nicht so aktiv. Ah, innerorts. Das ist ja außerorts. Da können wir ja schneller, oder? Okay. Ja. Woo! Oh ja, ich bin hier. Noch eine Frage so an euch Abonnenten. Soll ich hier noch Hintergrundmusik einfügen für das Let's Play? Weil, ich habe keinen Bock hier. Ja, ich rede sowieso die ganze Zeit. Warte mal. Kommt. Das ist mir jetzt alles zu blöde. Wisst ihr was? Komm. Machen wir da noch zu. Zwei dürfte ja genügen. Hört man da was? Nee. Warte mal, da habe ich glaube vergessen. Den einen oder anderen. Nee, ich. Ah, Radio on. Radio Autotune on.
Okay. Muss man den vielleicht lauter drehen? Sag mal. Hä? Aber dann was? Nö, dann ja. Dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Hintergrundmusik hier haben wollt. Oh ne, meine Maus ist irgendwie. Ah, jetzt geht's wieder. Ob ihr Hintergrundmusik haben wollt, dann füge ich es ein. Random GEMA-freie Musik. Ja, ich habe keinen Bock mit der GEMA hier irgendwie in Konflikt zu treten, jetzt nur weil ich GTA zock. Und da ist ja meistens das Problem, ja, dass man halt so Strikes, so Verwarnungen bekommt und so ein Scheiß. Wenn man GEMA-Musik hier abspielt. Also GEMA-geschützte Musik, besser gesagt. Dann würde ich einfach hier lizenzfreie Musik hier einfügen, so mal, ja, was es so halt gibt. Mal schauen, dass es dann hier ein bisschen auch unterhaltener wird, aber ich glaube, ich laber so viel, da ist, glaube ich, nie irgendwie ein Ruhestand. Aber ja, man weiß halt nie, ne? Und ich frage mich gerade, wie lange diese Autoprüfung hier geht. Ja, obwohl es ja normal in Real Life geht ja. Oh. In Real Life geht ja normalerweise, also die Endfahrprüfung eine Stunde, eineinhalb, so. Und da ist es doch schon okay, wenn es hier vielleicht mal 5 Minuten dauert. Ich habe ja keine Zeitbegrenzung, ne? Nee. Okay. Wo geht's denn hier jetzt? Ah, da oben ist. Okay, alles klar. Ja, wir schlagen uns, glaube ich, ganz gut. Wir haben bisher noch keine Fehler gemacht. Hoffentlich. Das ist doch schön zu sehen. Okay. Ich kann nicht singen, ich soll es lassen. Und, ja, noch was anderes. Ich hätte hier dazu, hier zum Let's Play von GTA, auch gerne irgendwie so einen Let's Player-Partner. Also, wenn ihr mal genauso behindert drauf ist wie meine Wenigkeit, dann kann es sich gerne mal bei mir melden. Dann könnten wir vielleicht mal zusammen hier ein bisschen Action betreiben. Oder auch mehrere Leute mal so richtig durchspacken. Das wäre doch mal ganz geil. Aber ich würde mich echt freuen, wenn zum Beispiel jetzt GTA 5 online, also allgemein GTA 5 noch auf PC käme. Da könnten wir da richtig rumspacken bei Online-Servern, ey. Da können wir, boah, richtig Randale veranstalten. Das wäre sehr nice. Aber ja, muss man halt warten, ne? Kommt ja anscheinend nächstes Jahr raus. Man munkelt zumindest, dass es so ist. Aber ob das so ist, steht ja noch in den Sternen, glaub. Daher mal abwarten. So. Wir haben jetzt bald einen ganzen Kreis, oh, gemacht. Das müssen wir eigentlich theoretisch mal bald durch sein mit der Prüfung. Oh, wir sind wieder innerorts. Achtung. 80 Stundenkilometer. Muss man hier fahren? Oder darf man hier fahren, besser gesagt? Ja, und der Bus nimmt natürlich einfach mal eine Laterne mit. Ist klar. Mache ich auch immer zu Hause, weißt du? Nee. So. Und GTA City Real Life ist auch ein Server, der auch mehrheitlich voll ist. Also, wenn ihr da Bock habt, mal zu zocken, dann joint doch mal da drauf und testet es mal aus. Weil es echt voll der Server. Also, gibt, glaube ich, 300 Slots, soviel ich noch weiß. Du hast die Fahrprüfung bestanden und eine Fahrlizenz erhalten. Ja, geil. Wir haben eine Fahrlizenz, wir haben die Fahrprüfung bestanden. Und jetzt würde ich einfach mal direkt behaupten. Nee, das war Jobhilfe, ne? Jobhilfe. Du Fehler wurde ich gefunden. Ne? Help. Job Gaba. Was für ein Ding? Was Gabas? Ja, nee, ich will ja zu meinem Job, ne? Da muss man ja. Kann ich jetzt auch ein Auto kaufen, theoretisch? Wie viel kostet denn so ein Wagen? Sag mal. Würde mich echt interessieren. Und ich lasse, glaube ich, schon im nächsten Part jetzt mal. Also im ersten Part lasse ich noch keine Hintergrundmusik laufen. Aber im zweiten werde ich das sofort jetzt tun. Dann werde ich ein paar Musiktitel runterladen, die GEMA-frei sind. Gebe das so eine schöne Option YouTube. Jo, hast du Auto mit dir, ey? Wer will shoppen, ja? Okay. Genug Gangster-Slang geredet. Lassen wir uns hier mal direkt, ey, Job, ey, ich brauch Job, Alter, ey. Ich brauch einen Job, ja. Ich hab halt Samt, ey. Du hast schon einen Job, kündige. Kündigen mit Quiet Job.
Ja, aber wo ist denn hier mein GPS? Warte mal, GPS? Ah, guck mal einer an. Müllmann Station. Müllmann Station, wohl auf der Map markiert. Du kannst den GPS mit GPS aus abschalten. Ja, wunderbar. Dann gehen wir hier mal raus. Und Leute, bevor wir hier... Du kannst den Geldautomaten mit der Enter-Taste verwenden. Na, gucken wir auch mal gerade an. Einzahlen. Das kann man hier... Warte mal, was kann man hier abheben? Wir haben echt 10.000 in der Bank. Das ist geil. Wir können also uns einen Wagen, glaub, leisten. Naja, aber wie es weitergeht hier, wie die Jobjagd jetzt erstmal aussehen wird, mal sehen, wie man den Müllwagen und so alles bedient, erfahren wir in der nächsten Folge. Lasst doch einen Kommentar da wegen der Musik und ob es euch gefallen hat, ob mehr GTA-Videos kommen sollen. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Und da würde ich einfach mal sagen, euer Lucifer verabschiedet sich und sagt dann bis zum nächsten Mal. Yo!